begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Der amerikanische Präsident Biden will sicherstellen, dass der Iran nicht zu Kernwaffen kommt. Das betonte er beim Antrittsbesuch des israelischen Premier Bennett vergangene Woche in Washington. Die USA würden es zuerst mit Diplomatie versuchen, aber auch andere Optionen liegen auf dem Tisch. Biden betonte zudem, dass die USA fest für die Sicherheit Israels eintreten würden. Bennett brachte seinerseits das Bedauern für die beim Terroranschlag in Kabul getöteten amerikanischen Soldaten zum Ausdruck. Nach fast einem Jahr Fernunterricht geht die Mehrheit der israelischen Schüler seit Mittwoch wieder in die Schule. Das Corona-Kabinett hatte sich am Montag gegen die Forderung einiger Minister entschieden, den Schulanfang um einen Monat zu verschieben. Wie die Bildungsministerin Shasha Bitton erklärte, habe die Pandemie zu einem Anstieg von emotionalen Nöten und Depressionen unter den Schülern geführt. Das Schuljahr planmäßig zu eröffnen, sei der Versuch, den Kindern wieder Routine und Stabilität zu geben. Deutschland unterstützt das palästinensische Bildungssystem mit 25 Millionen Euro. Vergangene Woche unterzeichnete der Direktor der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kunze, eine entsprechende Vereinbarung. Beteiligt an der Finanzierung sind auch Finnland, Irland und Norwegen. Bei dem Treffen nahm ebenfalls Deutschlands neuer Leiter des Vertretungsbüros in Ramallah, Ofca, teil. Der 56-Jährige war bereits Botschafter in Libyen sowie Leiter des Referats Afghanistan und Pakistan. Israel gibt den Palästinensern ein Darlehen von 155 Millionen Dollar. Das hat Verteidigungsminister Gantz am Montag erklärt. Die Gelder sollen der Wirtschaft helfen und den Kollaps der Autonomiebehörde verhindern. Die Mittel für das Darlehen stammen aus einbehaltenen Steuergeldern. Gantz hatte sich am Sonntag mit Palästinenserpräsident Abbas in Ramallah getroffen. Es war das erste Direkttreffen eines hochrangigen israelischen Regierungsmitglieds mit Abbas seit mehr als 10 Jahren. Terrorgruppen im Gazastreifen verurteilten das Treffen als Verrat. Es widerspreche dem Nationalgeist der Palästinenser. Der entscheidende Informant bei der Aufspürung des Nazi-Verbrechers Adolf Eichmann im Jahr 1960 war der deutsche Geologe Gerhard Klammer. Das ergaben Recherchen der Süddeutschen Zeitung. Die Familie hatte die Identität bislang geheim gehalten. Klammer hatte Eichmann 1959 bei einem beruflichen Aufenthalt in Argentinien gesehen und dessen Wohnhaus in Buenos Aires ausfindig gemacht. Über ein befreundetes Ehepaar erreichte diese Nachricht den Generalstaatsanwalt Bauer, der dann den Mossad informierte. Das war Israelnetz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.